Die Lebenshilfe verleiht kommenden Mittwoch zum ersten Mal den österreichischen Inklusionspreis. Er holt Projekte vor den Vorhang, die zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigung genauso selbstbestimmt leben wie andere auch. 87 Projekte wurden eingereicht. Eines davon ist die inklusive Lehrredaktion von Jugend am Werk und Kurier. Gail Zalcher und Sinischa Buktalovic haben heute bei den jungen Kolleginnen und Kollegen vorbeigeschaut. Das Gebäude der Tageszeitung Kurier in Döbling. Es ist seit gut einem Jahr der Arbeitsplatz von Fanny Neumeier. In der inklusiven Lehrredaktion im 5. Stock des Hauses hat die angehende Journalistin die Ressorts Wissen, Lifestyle und Kultur übernommen. Nicht jeden Artikel schreibt sie gleich gern. Der muss halt auch erledigt werden, auch geschrieben werden, weil wir hier ja nicht nur über Kultur und Wissen berichten, sondern auch über politische Themen oder die mit Wirtschaft zu tun haben, weil die Menschen, für die wir hier schreiben, auch wissen müssen, wie es in der Stadt so abläuft. Die Geschichte, an der Neumeier heute arbeitet, ist dann auf es.kurier.at nachzulesen. Die Nachrichtenplattform versorgt Menschen, die Schwierigkeiten mit dem sinnerfassenden Lesen haben oder noch nicht so gut Deutsch können, mit Informationen. Für ihre Leser schreiben die Teilnehmer der Lehrredaktion Texte in sogenannte einfache Sprache um, erklärt Redaktionsleiter Hubert Huber. Das heißt kurze Sätze, klare Gliederung der Sätze, dass ich zum Beispiel eine neue Zeile relativ bald mache. Also die Spaltenbreite ist nicht so lang. Wir verwenden keine ausgeschriebenen Zahlen, sondern nur Ziffern und keine Genitiv. Das sind so gewisse Regeln, die wir einhalten und dadurch wird der Text leichter verständlich. Mit ihren Trainerinnen besprechen die Jungjournalisten jeden Tag die aktuellen Themen und arbeiten dann gemeinsam an ihren Texten. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung bei Kollegen aus der Kurierredaktion. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer damit politischen und so, aber mittlerweile funktioniert das recht gut. Das Schönste ist, wenn man sieht, wie die Teilnehmer sich weiterentwickeln, wie sie mit der Sprache zurechtkommen, wie sie Tipps annehmen und umsetzen. Und wir bieten ja auch verschiedene Trainings an zum Schreiben und auch zum Recherchieren. Also ich bin immer beeindruckt, wie gut Sie die Geschichten aussuchen können. Sie haben ein Gespür, durchaus ein Gespür für was ist jetzt im Augenblick wichtig und aktuell. Finanziert wird das Projekt des Vereins Jugend am Werk vom Fonds Soziales Wien. Die Ausbildung kann man maximal 3 Jahre besuchen. Das ist eine Qualifizierungsmaßnahme, die wir fördern. Und nach 3 Jahren sollte man dann einen Arbeitsplatz am Arbeitsmarkt finden. Das muss aber nicht nur im Medienbereich sein. Ich kenne im deutschsprachigen Raum kein vergleichbares Projekt, das ist wirklich in einer so großen Tageszeitung, dass da mitgearbeitet wird, direkt in der Zeitung. Entsprechend groß ist auch der Andrang zur Lehrredaktion. Politik- und Wirtschaftsredakteur Marcel Benz ist sicher, am richtigen Ort gelandet zu sein. Also ich habe schon immer gern geschrieben, also so früher halt Geschichten und so. Und das Übersetzen in einfache Sprache macht Spaß. Aber auch wenn es noch so viel Spaß macht, der Redaktionsschluss naht. Und deshalb legt die Lehrredaktion nun wieder los.